Das historische Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump steuert auf einen baldigen Abschluss zu. Der Senat hat die entscheidenden Abstimmungen für den kommenden Mittwoch angesetzt. Zu einer Vorladung von Zeugen wird es nicht mehr kommen. Dies lehnt der Senat mit der Mehrheit von Trumps Republikanern ab. Zwar stimmen auch zwei von ihnen dafür, doch die nötige Mehrheit wird schlussendlich nicht erreicht. Gefordert hatten die Zeugenanhörung die oppositionellen Demokraten. Diese äußern sich nun enttäuscht. Ohne Zeugen sei das Verfahren nur ein Scheinprozess. Es ist der erste Impeachment-Prozess gegen einen Präsidenten in der US-Geschichte ohne Zeugenaussagen. Ohnehin gab es zuvor nur zwei Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidenten. Beide scheiterten. Auch dass Trump seines Amtes enthoben wird, gilt als ausgeschlossen. Grund ist die Mehrheit seiner Republikaner im Senat. Vorgeworfen werden ihm Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses in der Ukraine-Affäre.